Ich habe einmal die Unterkonstruktion von der anderen Seite, also wo der Berg kommt, fertig. Also ich habe das jetzt noch nicht geklebt, ich habe nur die ganzen Teile mal ausgeschnitten. Also schaut es von der Seite aus. Jetzt zeige ich es dann gleich von der anderen Seite auch noch. Hier seht ihr jede Menge Schablonen, die ich eben dafür zuschneiden habe müssen. Mit diesen Schablonen habe ich dann eben die ersten Zuschnitte gemacht und bin dann aber eben, habe immer wieder ein bisschen nachschneiden müssen. Bin aber echt froh, dass ich da den Boxen Heißdrahtschneider habe, weil das ist mit dem Messer auch schneiden ist sehr schwer. Überhaupt 10 cm Platten. Da habe ich wieder Platten mir geholt beim Bauhaus, weil es ist einfach leichter, eben von einer großen Platte was rauszuschneiden, als wenn du dann herumstückeln musst. Ein wenig muss man dann eh stückeln, wie ihr hier seht. Das wird dann natürlich im Endwerk ganz anders ausschauen. Aber jetzt haben wir mal die Ebenen, so dass die Tunnel alle mal so fertig sind. Jetzt wird da noch alles geschottert und dann die Innenbereich gemacht, dann das geklebt. Ja, und dann können wir das obendrauf, den Berg noch hinzufügen. Auf der Seite habe ich ja schon die Platte, die zwei Platten aufgeklebt. Das sind zuerst eine ganze. Und wie ihr seht, habe ich dann noch einmal, das ist vielleicht schöner, noch eine Platte drauf gegeben. Plus da jetzt eine schräge, weil ich mir gedacht habe, den Leuchtturm ein bisschen erhöht. Dann hier eben diese Steinstraße runter mit links und rechts Steinhäuser. Da geht dann eben die Straße weiter über eine Brücke. Daher, da einen Platz möchte ich da machen. So eher ein Aussichtsplatz. Und da kommt ja dann ein Felsbogen noch dazu. Das wird dann eben, dann glaube ich, sehr gut ausschauen. Wobei ich dann farblich, also nicht mehr dieses Grau machen werde, sondern eher mehr in Sandstein gehe, weil diese, wo diese, diese Felsbögen sind, ist eher Sandstein. Und ja, die Steinhäuser, da muss ich mir noch anschauen, wie die machen werde. Den muss ich nämlich auch alle selbst anfertigen. Ich habe bis jetzt noch kein 3D-Druck gefunden, was mir gefallen hätte. Gut, so ist einmal, was die Landschaftsgestaltung bezüglich der Berge betrifft, einmal, also das ist die Felsenküste, dort kommt dann der Berg mit dem Wasserfall. Also der Wasserfall, falls euch schon interessiert, wird da runterkommen. Dann die Straße, da wird eine Straße sein, die Hälfte. Die Hälfte wird so ein Ablaufkanal sein, wo das Wasser dann raus zum Meer läuft. Also das ist so der Plan, den ich mir einmal vorgestellt habe. Haben wir die Tunnelinnenwände auch schon gemacht. Ich habe das so wie beim anderen gemacht. Eben dieses Trittschalldämmung genommen. Die schaut aus wie eine Verschallung. Gut, ich zeige es da nochmal. Ja. Grau angemalt. Und das Innenwand jetzt hinaufgeklebt. Und auch natürlich auf den unteren Tunnelteil, dass ihr das sehen könnt. Und habe jetzt, also nachdem ich jetzt das fertig habe, den unteren Tunnelbereich auch, habe ich mir mit dem Boxen Heißschneider mal vor. Zuerst eine Schablone, dann eben das vorgeschnitten und dann mit dem Heißdrahtschneider eben schön nachgeformt, so dass der Teil da jetzt da oben reinpasst. Das passt jetzt da schön rein. Dann haben wir den unteren Tunnelbereich eben schon abgedeckt mit einer Decke. Hier, ja. Und ich kann auch die Tunnelwand da noch mit dem Heißkleber ankleben, weil damit die gerader ist und auch mehr Halt hat. Der Teil habe ich jetzt da noch dazu gefügt. Also ihr seht, da geht dann der Tunnel rein und jetzt der Oberteil auch drauf. Habe dann auch wieder da die Tunnelwand festgeklebt, damit die einen Halt hat.
schaut recht gut aus, finde ich. So schaut das Ganze dann von der Seite aus, wo dann die Züge rein oder rauskommen, je nachdem, welche Richtung wir fahren. Da sind dann wirklich alle Weichen heraus. Ich habe wirklich nur eine Weiche, die ein bisschen drin ist, wo ich dann eben aber mit der Hand noch dazu komme, für alle Fälle. Aber sonst habe ich alle Weichen wirklich außerhalb der Tundus gemacht, weil das war mir zu gefährlich gewesen. Ein Problem habe ich gehabt, eben da, bei der Weiche. Die hat dann, obwohl ich aufgepasst habe, natürlich, dass da der Leim kaum dazu gekommen ist, hat sie trotzdem geklebt. Was habe ich gemacht? Ich habe zuerst einmal ein bisschen mit Wasser den Leim wieder versucht aufzulösen. Dann mit Pinselreiniger und dann habe ich das Ganze mit einem Öl, mit so einem eben Schienenreinigungsöl noch sozusagen eingefettet und jetzt funktioniert sie wieder, jetzt geht die Weiche wieder tadellos. Also falls euch das beim Schottern passieren sollte, dass das irgendwie kleben bleibt, stecken bleibt, es ist möglich, dass wieder eben wieder frei zu bekommen. Ich zeige jetzt euch auch, jetzt halt nur das da, der Oberteil da, der geht zum Runternehmen und dadurch seht ihr dann auch da drinnen, ich werde mal eben auch diesen Stab, der das eigentlich hin und her schiebt, wenn die elektrische Weiche das eben umschaltet und ich habe müssen eben da alles ein bisschen ölen, aber auch da ein bisschen ölen müssen, damit da wieder geht und auch da. Fragt mich nicht, warum es da, weil wirklich sehr aufgepasst, dass da kein Leim oder was dazu gekommen ist, aber er hat eben den Verschub da in diese Richtung nicht geschafft. Jetzt habe ich eben da einen Tropfen eben dieses Öl reingeben. Ein bisschen hin und her, eben mit diesem Schalter, den kann man ja, wenn man ausgeschalten hat, elektrisch auch verwenden. Und jetzt geht es wieder tadellos. Diese Weiche, könnt ihr sehen, ich zeige es jetzt händisch, läuft schön hin und her wieder. Passt. Nur so ein kleiner Tipp von mir, was eben passieren kann und wie man das lösen kann. Ein kleiner Zusatz. Zur Hilfe. Es ist eben, wie ihr sehen könnt, hier eingerastet. Ich gehe nicht so knapp zu. Es ist hier eingerastet und es ist hier eingerastet. Mal schauen, wo mein Finger ist. Und es ist hier eingerastet. Also bei diesen beiden Stellen braucht ihr nur mit einem, ich habe jetzt sowas verwendet, was man von einem Handywerkzeug auch bekommt, eben hochheben und schon ist die Abdeckung verrunden und wenn ihr wieder rauf tut, braucht ihr nur da drauf klicken und da drauf klicken einmal und das haltet wieder. Hallo! Hallo! Also wir machen jetzt einmal einen Fahrtest. Wie ihr sehen könnt, eben sind die zwei Tunnel fertig und jetzt schauen wir mal, wie die Lok durch diese zwei Tunnel fährt. Das könnt ihr auch mitschauen. Da starten wir uns gleich einmal unsere Lok? Lok, ja. Hallöchen, Lok! Hallöchen, Passagiere! So, jetzt fahrt ihr mal durch den ersten Tunnel ohne Probleme. Sehr gut. Jetzt kommt sie dann durch den rechten Tunnel, das seht ihr jetzt nicht. Aber dann muss sie noch den oberen Tunnel durchfahren und auch das wird sie schaffen. Hallo Passagiere! Hallo Lok! Super, funktioniert! Gut, das war jetzt einmal wieder das Video. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns richtig, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet und die Vlog wird bald fertig werden. Das dauert noch. Ja, das dauert noch. Aber bald.
deswegen, weil es so lange dauert, was wäre gut, wenn die Leute machen würden? Uns mithelfen. Ja, das auch. Aber was auch, ein Abo, oder? Ja. Weil dann können sie immer wieder schauen. Ja. Weil sie kriegen dann mitgeteilt, wenn wieder ein neues Video ja. ist, gell? Ja. Und desto größer du wirst, desto mehr wirst du da helfen können, gell? Ja. Diesmal hast du nicht so viel helfen können, weil es komplizierte Arbeiten waren. Aber beim Kleben und so, da tust du schon fest helfen, gell? Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Und tschüss! Ciao!